Ganz komisch meine Augen zusammengekniffen, Leute, sorry, aber wir beide haben momentan Probleme mit unseren Kontaktlinsen. Und wir gucken nur wie so Maul. Ja, und vor allen Dingen selbst mit Linsen und so gucken sehen wir nichts. Ihr habt ja vermutlich schon im Titel gelesen, um welches Thema es geht. Wir reden nochmal über das Thema YouTube als Job, Kooperationen, Produktplatzierungen, was wir eigentlich den ganzen Tag so machen, womit wir eigentlich so unseren Lebensunterhalt bestreiten. Genau, wir haben dazu, für alle, die es verpasst haben, schon mal ein Video gedreht, also auch schon mal ein Coffee with Consider Cologne. Ist auch schon eine ganze Weile alt, ich glaube schon 2 Jahre. Witzigerweise können wir eigentlich alles, was wir da gesagt haben, noch genauso unterschreiben. Aber wir haben beide trotzdem das Gefühl, dass da immer noch ganz viel Klärungsbedarf besteht sozusagen. Und deshalb haben wir euch wie immer auf Instagram nach Fragen gefragt. Und beantworten jetzt ein paar davon. Okay. Frage Nummer 1, auch wenn wir die mehr oder weniger schon im ersten Video angesprochen haben, aber weil darauf alles so ein bisschen aufbaut, fassen wir es nochmal ganz kurz zusammen. Von Michelle-SLR99 ist vielleicht eine doofe Frage, aber wie finanziert ihr euch damit? Nur über Kooperationen und euren Shop. Also ich fasse es einmal nur ganz kurz zusammen. Wenn es euch mit genauerer Erklärung interessiert, dann schaut am besten auf jeden Fall in dem ersten Video vorbei. Wir verdienen sowohl über YouTube, also über AdSense, das ist die Werbung, die direkt von YouTube eingespielt wird, als auch über Kooperationen, sowohl auf YouTube als auch auf Instagram und in Instagram Stories. Wir verdienen über Affiliate Marketing, sag ich jetzt mal im weitesten Sinne, also über Links, die wir posten und dann quasi Provision dafür bekommen. Wenn jemand darüber was einkauft. Dann über unsere eigenen Produkte, wie ja in der Frage schon angesprochen war, also über unseren eigenen Shop. Und dann manchmal noch über Content, den wir für Firmen produzieren, also den wir nicht selber posten, sondern den halt die Firma dann irgendwie postet. Und ganz selten mal auch, wenn wir quasi Modell stehen oder wenn wir halt gebucht werden für einen Werbespot oder so, der dann weder von uns produziert noch von uns gepostet wird, sondern wirklich von der Firma für die Firma ist und wir sind einfach nur zu sehen oder sagen irgendwas. Und vielleicht noch als grobe Richtlinie, weil ich das auch mal ganz interessant finde, wir könnten jetzt nicht nur von den YouTube-Klicks, also zumindest als YouTuber in unserer Größe, leben, also um so ein bisschen aufzuteilen, womit man sozusagen das meiste Geld verdient, in dem Sinne halt auch, worin unsere Hauptarbeit besteht, sag ich mal. Sind definitiv bezahlte Kooperationen, also wenn wir wirklich Werbung für eine Marke, ein Produkt, eine Kampagne machen, entweder in Instagram-Postings, Stories, auf dem Blog oder in YouTube-Videos. Danach würde ich sagen, kommt Affiliate und dann kommen erst die YouTube-Klicks. Also ich glaube, viele denken immer, man lebt von den Klicks sozusagen. Und zumindest als YouTuber in unserer Größenordnung ist das definitiv nicht der Fall. Kommt halt aber auch sehr darauf an, wie viele Videos man postet. Ne? Also ich meine, wir posten jetzt halt 2 Videos pro Woche, würde ich sagen, im Durchschnitt. Wenn man jeden Tag postet, ist das sicherlich nochmal was anderes. Und es kann auch sehr unterschiedlich sein, je nachdem, in welchem Netzwerk man ist, weil es gibt durchaus auch Netzwerke, die zusätzliche Werbung schalten können auf Videos sozusagen. Selbst wir können jetzt nicht sagen, was ein anderer YouTuber verdient anhand dessen Klicks. So. Also das kann man nicht einschätzen. Aber zum Beispiel auf Instagram ist es nicht so, dass man jetzt irgendwie pro Klick oder pro Abonnent oder pro Zuschauer vergütet wird. Also da kann man wirklich, also soweit wir wissen, vielleicht gibt es noch irgendwas, wenn wir nichts wissen, da ist die einzige Möglichkeit, was zu verdienen über bezahlte Kooperationen und über Affiliate-Links. Aber da gibt es keine Möglichkeit, irgendwie zusätzliche unbeteiligte Werbung zu schalten. Bisher halt zumindest jedenfalls. Okay, dann auch eine Frage, die hat auch 43 Likes. Von Sophia.deli, wie sieht euer Tagesablauf aus? Lotti schnarcht. Lotti beim Schnarchen beobachten, von Lotti ganz viele Storys und Fotos machen, Lotti kuscheln und Lotti spielen. Fertig. Ja. Dadurch, dass wir selbstständig sind, und ich glaube, so geht es ganz vielen Leuten, die selbstständig arbeiten, haben wir eigentlich sehr, sehr selten nur einen geregelten Tagesablauf. Also es gibt natürlich Punkte, die machen wir jeden Tag oder beziehungsweise mehrmals die Woche auf jeden Fall. Es gibt Sachen, die machen wir mindestens 1-2 Mal im Monat. Aber es gibt jetzt keine Routine für Montags, Dienstags, Mittwochs. Also das haben wir eigentlich gar nicht. Aber ich würde sagen, wir haben schon so sehr typische Tage. Ja. Also genau. Wir haben zum Beispiel sehr typische Schneidetage, sehr typische Drehtage und sehr typische Foto-Content-Tage, würde ich mal sagen. Aber auch die variieren ja total. Also manchmal haben wir halt solche Schneidetage 4-mal die Woche und manchmal nur 1-mal die Woche. Also an so einem typischen Drehtag, würde ich sagen, treffen wir uns irgendwann morgens. Dann sitzen wir meistens trotzdem erstmal nochmal am Laptop, beantworten die dringendsten E-Mails, würde ich sagen, besprechen, was sonst noch so anfällt für den Tag. Dann stellen wir die Kamera auf, machen eine Testaufnahme, suchen ein Setting,
räume hier irgendwie alles rum, sodass es gut aussieht. Wenn das ein Video ist, wo wir sitzen, wenn es jetzt ein Video ist, wo wir unterwegs filmen, dann müssen wir natürlich irgendwo hinfahren oder so. Ja, dann filmen wir das Video. Dann haben wir meistens auch so für ein Video, würde ich sagen, im Durchschnitt über eine Stunde Material. Also wir drehen da meistens schon so 1 bis 2 Stunden, würde ich sagen. Mhm. Dann müssen wir die Dateien sichern. Dann versuchen wir irgendwie eine Pause zu machen, würde ich sagen. Meistens essen was, trinken was. Dann drehen wir meistens noch ein Video, das läuft dann wieder genauso. Und ja, zwischendurch machen wir halt so das, was anfällt. Also Mails beantworten, Fotos machen, Stories hochladen. Und ich würde sagen, in den anderen Tagen läuft so ähnlich, nur dass dann halt der Teil, wo wir halt Videos drehen, dann ersetzt wird durch der Teil, wo wir Fotos machen oder der Teil, wo wir schneiden. Quasi. Genau, Podcasts aufnehmen oder zum Beispiel jetzt am Donnerstag haben wir einen Termin bei der Kaffeerösterei, mit der wir zusammen unseren Kaffee rausbringen und testen dann neue Kaffeesorten. Oder wir treffen uns mit Adrian und besprechen Dinge für unseren Shop. Oder wir treffen uns mit Marken, mit denen wir gerne zusammenarbeiten möchten, die fragen, ob man sich mal persönlich zusammensetzen kann. Oder wir machen ein Zuschauertreffen, so wie letzte Woche. Das nimmt natürlich auch mehrere Stunden in Anspruch. Was noch sehr normal ist, ist so Buchhaltungsarbeit. Also wirklich stupide vorm Laptop sitzen und Rechnungen schreiben. Alles, was mit Steuern zu tun hat. So 60% unserer Arbeit besteht eigentlich aus Organisation/Buchhaltung. Ja. Und darunter fällt bei uns Mails beantworten, Rechnungen schreiben, Buchhaltung machen, Steuern, aber vor allen Dingen auch Verträge überarbeiten. Für jede Kooperation, die wir mit einer Firma eingehen, unterschreiben wir eigentlich einen Vertrag. Dann gibt es eigentlich auch immer noch ein Kampagnenbriefing. Das muss natürlich auch irgendwie durchgearbeitet werden. Manchmal erstellen auch wir die Angebote für die Kunden, wenn die es wünschen. Was da auch darunter fällt, ist Insights teilen, also Statistiken teilen, wie unsere Postings angekommen sind, wie viele Likes die haben, wie viele Kommentare, wie viele Leute die gesehen haben, wie viele Leute unsere Story geguckt haben oder das YouTube-Video geklickt haben. Das interessiert die Firma natürlich. Dementsprechend gibt es im Nachgang halt auch immer noch ganz viel, was da durchgegeben werden muss. Ja, dann für viele Kooperationen muss man natürlich auch irgendwie Sachen bestellen oder sich aussuchen oder vorbereiten. Halt einfach. Ach so, ja, und was da auch noch drunter fällt in diesem organisatorischen Teil, ist Brainstormen natürlich auch. Ja. Also, was für Videos wollen wir produzieren? Wann haben wir Zeit, die zu produzieren? Ganz normale Terminplanung. Brauchen wir Lisa dafür oder brauchen wir vielleicht noch sogar einen externen Fotografen? Wo gehen wir dafür hin? Bei wem drehen wir? Vor allen Dingen das natürlich dann auch im Voraus für die nächsten Wochen. Gerade bei Kooperationen, glaube ich, vergisst man auch oft. Es gibt natürlich Kooperationen, da hat man sofort eine Idee. Oder die Firma hat vielleicht sogar eine Idee, die man selber gut findet. Aber bei sehr, sehr vielen Kooperationen ist es erstmal ein sehr langes quasi Ideen hin und her spielen zwischen Firma und uns oder auch nur zwischen uns oder zwischen Lisa und uns, dass wir erstmal einen coolen Aufhänger finden, wie wir das umsetzen können, sodass es halt irgendwie ja cool anzuschauen ist, dass wir selber das gut finden, dass wir glauben, dass die Firma das gut findet, dass ihr das gut findet. Da kommt man ja halt auch oft nicht einfach so in einer Sekunde drauf oder so, dass man sofort weiß, ja, so mache ich das, sondern da muss man ja erstmal so ein bisschen ja halt brainstormen. Ja, und auch ausprobieren. Ja. Also ganz oft haben wir zwar vielleicht so eine grobe Vorstellung, wie wir eine Kampagne umsetzen möchten, aber dann fangen wir an zu shooten und denken uns so, das sieht total Banane aus oder das klappt irgendwie alles hinten und vorne nicht oder wir finden es vielleicht auch einfach langweilig. Oder wir haben es in letzter Zeit schon so ähnlich gepostet oder. Und dann probiert man halt rum. Ja, und das gilt tatsächlich in der ähnlichen Weise nicht nur für Kooperationen, sondern auch vor allen Dingen, finde ich, besonders für Instagram-Fotos. Mhm. Also bei Video-Ideen ist es oft so, dass wir irgendwie relativ schnell was haben und es klappt. Aber bei Fotos, ich glaube auch, weil wir einfach in einer so hohen Frequenz Fotos posten, weil wir das ja mehrfach wöchentlich, wenn nicht sogar manchmal täglich machen, braucht man da ja auch viel mehr so. Mhm. Ein Foto ist ja auch ein bisschen schneller gemacht als ein Video und auch viel schneller konsumiert, sag ich mal. Dementsprechend brauchen wir da halt sehr häufig neue Ideen und man will ja auch nicht irgendwie immer nur ein Selfie posten oder so, sondern man will ja auch mal was Cooles umsetzen und da ein bisschen kreativ werden. Oder vor allen Dingen halt auch Fotos zu zweit machen. Und ich meine, wenn wir Fotos von uns beiden wollen, dann brauchen wir auf jeden Fall immer Lisi oder noch einen anderen Fotografen. Und das muss natürlich irgendwie auch alles koordiniert werden. Ja, wir sollten vielleicht noch mal kurz was zu Lisa sagen. Da habe ich tatsächlich auch Fragen bekommen, weil wir sie jetzt einfach hier so beiläufig erwähnen. Lisa ist eine Freundin von uns und auch unsere Mitarbeiterin, also quasi unsere Werkstudentin. Ich finde, das hört sich halt immer so hochtrabend an, wenn man sagt, das ist unsere Assistentin. Ja, aber sie hat die Stelle einer Assistentin, sozusagen. Ja, genau. Es fühlt sich halt null so an. Ich glaube, es fühlt sich auch für Lisi nicht so an. Also wir sind eigentlich inzwischen echt ein gutes Dreierteam. Ja. Und Lisi nimmt uns einfach ganz, ganz viel ab. Und hilft uns auch einfach bei sehr, sehr vielen Sachen. Gerade jetzt so Sachen wie die Vor- und Nachbereitung von Kooperationen. Also wenn es nur darum, also in Anführungsstrichen nur darum geht, Statistiken hin und her zu schicken oder Rechnungen zu schreiben, E-Mail-Entwürfe zu machen, Sachen zu besorgen, Pakete einsammeln, Pakete abschicken, Verlosungen verschicken, Gewinner für Verlosungen auslosen. Fotos macht sie auch von uns tatsächlich. Mhm. Wir arbeiten natürlich auch immer gerne mit professionellen Fotografen zusammen, aber
professionelle Fotografen sind natürlich berechtigterweise relativ teuer, weil sie halt einen professionellen Job machen. Und wir brauchen halt einfach in so hoher Frequenz Fotos, sag ich mal, dass es halt auch super ist, wenn Lisa vor allen Dingen zwischendurch mal Fotos von uns machen kann bei irgendwas. Lisa hilft uns auch bei Drehs oder brainstormt auch mit uns. Sie kommt auch mit auf Events zum Beispiel, filmt dann da vor Ort für uns, mit uns. Also wirklich alles, wobei wir Hilfe brauchen, da hilft Lisa uns. Aber um das vielleicht nochmal zusammenzufassen, ich würde sagen, so 60% unserer Arbeit besteht aus diesem organisatorischen Teil. Vor- und Nachbereiten quasi. Vor- und Nachbereiten von Content und 40% besteht dann wirklich aus Content produzieren und dazu gehört halt, wie gesagt, Fotos machen, Stories machen, Videos filmen und schneiden und hochladen und Podcasts aufnehmen und so setzt sich das so ein bisschen zusammen. Das füllt unseren Tag. Larissa World random Frage, aber wie viele Mails bekommt ihr im Schnitt pro Tag und wie viele davon kann man sofort löschen? Also ich würde sagen, wir kriegen am Tag im Schnitt 30 Mails, mal sind es 10, wobei ich kann mich nicht erinnern, wann das letzte Mal vorgekommen ist, aber wenn am Wochenende. Ja, genau, Sonntag sind es 10. Und an Tagen, an denen es besonders viel ist, kriegen wir so 50 bis 60 Mails, würde ich sagen. Und davon sind viele natürlich Sachen, die man mit einer Antwort, sag ich mal, abfrühstücken kann. Also so nach dem Motto, das können wir uns nicht vorstellen oder wir können an dem Tag nicht oder wir kommen gerne oder was weiß ich, je nachdem, ob das Event einer. Das haben wir natürlich gar nicht vorhin genannt. Events machen wir natürlich auch manchmal noch. Und das ist natürlich, gehört natürlich auch irgendwie zum Beruf, weil das sind natürlich auch geschäftliche Events, auf die wir eingeladen werden. Und das machen wir jetzt nicht so häufig, würde ich sagen. Ich würde sagen, wir gehen vielleicht so im Durchschnitt auf 1-2 Events pro Monat. Nicht mehr so viel. Früher haben wir das viel öfter gemacht, aber inzwischen machen wir das nicht mehr so oft, muss ich echt sagen, weil da kommt vielleicht später auch noch ein bisschen was dazu. Wir inzwischen beide ganz gerne mal Feierabend haben. Also das hat sich auch zuerst so eingependelt, eingeschlichen. Wir finden es beide ganz gut, wenn irgendwann mal privat ist, wenn irgendwann mal Schluss ist mit online sein und sich damit beschäftigen sozusagen. Die finde ich ganz gut, vielleicht im Anschluss an die Mailfrage. Romina WRH, wie viele Stunden arbeitet ihr pro Woche, beziehungsweise kann man Arbeit und Freizeit bei eurer Konstellation, eurer Freundschaft überhaupt voneinander trennen? Nein. Man kann es nicht trennen. Nee. Also wir versuchen es immer wieder und es ist absolut unmöglich. Aber natürlich machen wir jetzt auch Dinge bewusst, die eher privat sind, sag ich mal. Kann natürlich sein, dass dann einer von uns beiden bloggt oder Stories macht oder man sagt, komm, mach mal schnell ein Foto von mir oder man über irgendeine Anfrage spricht. Aber wenn wir zusammen zum Yoga gehen, dann gehen wir zusammen zum Yoga. Ja. Oder in die Sauna oder ja, so. Genau. Oder, auch am Wochenende, also jetzt im Moment finde ich, ist es wieder ein bisschen sehr viel, dass wir auch am Wochenende arbeiten. Aber wir hatten auch mal Phasen, da hat es eigentlich sehr gut geklappt, dass wir am Wochenende wirklich nicht gearbeitet haben. Ja. Und da haben wir uns natürlich trotzdem auch oft getroffen und am Frühstücken oder haben gegrillt oder weiß ich nicht. Aber es lässt sich auf jeden Fall nicht komplett trennen. Wir reden immer irgendwie darüber und wir interessieren uns ja auch dafür, was wir beruflich machen, also auch privat. Also auch privat konsumieren wir ja, schauen bei anderen, nehmen da auch was mit für uns. Und das teilen wir dann natürlich auch gerne privat in unserer Freundschaft. Aber nichtsdestotrotz geht es da ja dann irgendwie im entferntesten Sinn um Arbeit und um Instagram und Co. Was auf jeden Fall viel besser geworden ist, ist Arbeit und Beruf in unserem Tagesablauf zu trennen. So, also ich habe das Gefühl, seitdem wir uns beide bewusst mehr Auszeiten nehmen, uns zum Beispiel im Sommer jeweils eine Woche Auszeit gegönnt haben oder bewusst mal sagen, okay, Wochenende ist Wochenende oder Feierabend ist Feierabend. Seitdem können wir Arbeit und Beruf viel besser voneinander trennen. Das ist halt einfach abhängig von der Woche, vom Monat irgendwie. Also keine Ahnung, aktuell klappt es zum Beispiel gar nicht. Letzten Monat ging es ganz gut. Ja, es hängt halt immer sehr davon ab, wie viel gerade zu tun ist. Es gibt halt immer in jedem Job ja immer Phasen, wo richtig viel zu tun ist. Dann nimmt man halt Sachen mit nach Hause. So. Also entweder mental oder im tatsächlichen Sinne so. Und wie viele Stunden arbeitet ihr pro Woche? Also das hatten wir in dem anderen Video so gesagt, dass wir versuchen, beide 40 Stunden die Woche zu arbeiten. Und damals weiß ich auch, dass ich noch relativ oft getrackt habe. Ich habe das irgendwann aufgehört, weil ich ein sehr gutes Gefühl irgendwann dafür hatte, wie viel ich gearbeitet habe und wie viel nicht. Und ich muss sagen, ich sollte eigentlich mal wieder anfangen, weil mittlerweile habe ich ein gutes Gefühl dafür, aber ich mache trotzdem immer mehr. Also ich würde sagen, auf Dauer wäre es uns beiden lieber wahrscheinlich wieder so auf 40 einzupendeln. Es gibt halt manchmal Projekte, die sind super zeitintensiv und vielleicht auch viel zeitintensiver, als man vorher dachte. Und dann macht man halt mal abends bis um 11 und auch samstags und sonntags 4-5 Stunden. Aber es gibt auch Wochen, da geht alles klar und dann macht man freitagsabends um 5 Feierabend und fängt am Montag wieder an. Angepinselt. Welches Vorurteil stimmt eurer Meinung nach schon irgendwie? Ich glaube, das Einzige, was mir jetzt einfällt, was im entferntesten Sinne stimmt als Vorurteil ist, es ist meistens nicht so hinter den Kulissen, wie es wirkt. Also es ist immer in der Realität anders, als es wirkt. Und das meine ich jetzt gar nicht so sehr im negativen Sinne. Also so nach dem Motto, alles ist fake und nichts ist so, wie es scheint. Aber man sieht halt immer nur einen Ausschnitt der Realität. Und selbst wenn man noch so sehr versucht, das
behind the scenes einzufangen. Oder wenn man noch so sehr versucht, so viel wie möglich seine eigenen Persönlichkeit zu teilen. Man kann halt nie sich komplett als Person so darstellen, wie man halt in der Realität halt so ist. Das meine ich natürlich nicht in dem Sinne, dass jetzt alle irgendwie gestellt sind oder so. Die meisten Leute, die man jetzt trifft, die sind schon so, wie sie halt im Internet wirken, aber halt nicht nur so. Fiona.familia, ich stelle mir euer Einkommen sehr schwankend vor, abhängig von Klickzahlen, Kooperationen, Projekten. Klappt es trotzdem, monatlich etwas für Steuerzahlungen, Versicherungen, Altersvorsorge beiseite zu legen und zu sparen? Was jetzt reinkommt in dem Sinne, also was sag ich mal, auf unserem Geschäftskonto landet, das kann schon sehr, sehr stark schwanken, auf jeden Fall. Aber wir machen das jetzt auch schon seit ein paar Jahren. Und dann weiß man halt zum Beispiel, dass im Normalfall zum Beispiel immer Ende des Jahres viel mehr kommt, als meistens so im Sommer. Ich glaube, man gewöhnt sich einfach daran, dass es sehr stark schwanken kann und dementsprechend braucht man halt immer einen Puffer, damit man halt trotzdem sich selber konstant genug auszahlen kann, sozusagen. Und was auch extrem schwankt neben den Einnahmen sind die Ausgaben. Also ich glaube, das kennen auch Selbstständige. Manchmal kommen extrem hohe Steuernachzahlungen. Manchmal braucht man neue Technik, die dann teuer ist in dem Moment. Und alleine dafür braucht man natürlich schon irgendwie einen Puffer. Wir haben jetzt das große Glück, dass wir, wie gesagt, seit dem Studium, also jetzt seit über 2 Jahren, davon konstant gut leben können. Aber nichts sagt uns, dass wir nicht im nächsten Jahr gar nicht mehr davon leben können, weil wir halt unser Einkommen nicht planen können. Also wir können nur darauf achten, Rücklagen zu schaffen, aber letztendlich können wir nicht sagen, ob wir nächstes Jahr, nächsten Monat nicht die Hälfte verdienen von dem vom Monat davor. Unterstrich, Lina, unterstrich, love good, unterstrich. Habt ihr Angst, wieder in euren erlernten Beruf einzusteigen, falls die Arbeit als Influencer nicht mehr so läuft? Ist ja dann doch eine lange Zeit, seit ihr da raus seid. Also Leo hat ja in Sprachen und Wirtschaft studiert, dementsprechend einen Studiengang, der, sag ich jetzt mal, nicht genau vorgegeben hat, was man danach eh macht. Bei Jura ist es natürlich ein bisschen anders. Und bei mir ist es ja auch so, dass ich nicht das zweite Staatsexamen gemacht habe. Also ich habe nur, in Anführungsstrichen, das erste Staatsexamen gemacht. Das kannst du eigentlich gar nicht so sagen. Und wenn ich jetzt klassisch juristisch arbeiten wollen würde, sag ich mal, müsste ich ja sowieso erstmal noch das Referendariat machen und das zweite. Ich weiß jetzt nicht, ob ich sagen würde, dass ich Angst davor habe, aber es ist einfach so, dass ich es nicht möchte. Wir dachten halt immer von Anfang an, sobald es irgendwann nicht mehr läuft, dann suchen wir uns halt was anderes. Und wir beide haben jeweils ein abgeschlossenes Studium. Wir beide haben Berufserfahrung halt in der Selbstständigkeit, aber auch das ist Erfahrung. Wir haben super viele Kontakte zu super vielen Firmen, Agenturen. Also ich mache mir irgendwie da ehrlich gesagt relativ wenig Sorgen, weil ich weiß, was das wert ist, was wir können. Diese ganze Phase, sich nach dem Studium zu orientieren und nochmal drüber nachzudenken, was will ich jetzt eigentlich damit machen, was habe ich vielleicht für Chancen, für Möglichkeiten, die hatten wir ja gar nicht. Darüber sind wir natürlich super, super dankbar und wie gesagt, solange das gut läuft, möchten wir das auf jeden Fall noch weiterhin wahrnehmen, aber irgendwann fände ich es dann auch total spannend, mich neu zu orientieren. Ich glaube, so geht es vielen Influencern oder Creatern, dass man immer wieder damit konfrontiert wird, so nach dem Motto, ja, und was machst du, wenn das nicht mehr so läuft? Ich meine, das kann einem irgendwie letztlich in jedem Job passieren und dann muss man sich halt umschauen. Eben, man kann ja auch aus einem Angestelltenverhältnis gekündigt werden. Die Frage finde ich auch ganz gut. Franzi unterstrich Beye oder Beye. Denkt ihr, dass ihr euch noch vergrößert? Ihr seid jetzt schon zu dritt bzw. zu viert. Also als ich es erst gelesen habe, dachte ich, sie meinen vergrößern im Sinne von Reichweite steigern und so. Mhm. Lange ging es uns so, dass wir so dachten, eigentlich würden wir lieber diese Größe so halten. Ich glaube, man hat dann auch oft, wenn es gut läuft, so ein bisschen so dieses, man will nicht, dass sich was verändert. Mittlerweile ist es jetzt nicht so, dass ich mir immer so denke, oh mein Gott, wir dürfen auf gar keinen Fall mehr wachsen, so, dann ist es nicht mehr so schön. Also da sind wir einfach offen, was die Zukunft bringt, sag ich jetzt mal. Ja, das hat man halt auch wirklich einfach nur sehr bedingt in der Hand. Also außer man möchte jetzt seinen Content komplett umstrukturieren und wir sind jetzt nicht so die Leute, die sagen, okay, wir würden dann halt Content machen, nur um mehr Reichweite zu bekommen oder so. Unser Hauptanliegen ist halt schon, das zu machen, was zu uns passt, womit wir uns wohlfühlen, was wir wirklich, wirklich gerne machen und nicht das, wo wir wissen, boom, da das funktioniert. Die Klicks so. Aber jetzt so, was das Team angeht, würde ich sagen, können wir uns das auf jeden Fall schon ganz gut vorstellen. Ich glaube, man kann schon sagen, dass wir sehr, sehr lange da sehr eigen waren. Also wir sind beide Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen gerne alles selbst machen. Also natürlich ist es für uns völlig fein, wenn der jeweils andere das macht oder auch Lisi. Der vertrauen wir auch zu 100%. Aber ansonsten sind wir echt nicht so gut darin, Arbeit abzugeben. Und wir haben einfach, ich glaube auch damit, dass wir gelernt haben, dass es wichtig ist, mal abzuschalten, mal Feierabend zu machen und mal durchzuatmen, gelernt, dass wir das gar nicht alles machen können, zumindest nicht in dem Umfang. Und seitdem informieren wir uns darüber, was wir wie
auslagern können, sozusagen. Und hoffentlich sind wir dann bald schon ein größeres Team, entweder durch weitere Mitarbeiter oder auch einfach vielleicht doch durch ein Management oder. Das wissen wir selbst noch nicht genau, ehrlich gesagt, aber ja, ich glaube schon, dass wir uns umgucken, wie wir uns noch Hilfe holen können. Ja. Lari BFRS, wie habt ihr den Wert eurer Arbeit definiert, also wie viel ihr für was bekommt? Weil man bekommt halt mit der Zeit und mit den wachsenden Aufgaben ein Gefühl dafür, was erstens mal die eigene Arbeit wert ist und auch in dem Sinne, was die Reichweite wert ist. Da muss man aber sagen, wir waren halt am Anfang in einem Netzwerk und das hat uns extrem viel gebracht, weil wir das vorher echt nicht gewusst hätten. Und dann haben wir halt auch einige Freunde und Bekannte, die das Gleiche machen und auch da haben wir uns schon mal ausgetauscht, irgendwie zumindest so grob, wie andere sowas berechnen, was man vielleicht auch alles so einberechnet. Das ist ja nicht ausschließlich Arbeitsaufwand und Reichweite, sondern da kommt vielleicht auch noch eine rechte Abtretung dazu. Da kriegt man einfach irgendwie nach und nach ein Gefühl dafür. Auch dadurch, dass Firmen einem ja Angebote machen. Also es kommen natürlich auch Firmen auf uns zu, die sagen, okay, wir haben Budget XY, was könnt ihr uns dafür anbieten? Je mehr Anfragen wir bekommen, desto mehr können wir natürlich auch auswählen und daran natürlich auch die Preise orientieren. Eine sehr interessante, aber super schwierige Frage. Fotomädchen, wie schmal ist der Grat zwischen Privatsphäre und Authentizität? Super, super, super schwierig. Und beides ist halt super wichtig, auch Privatsphäre zu haben und auch wirklich Dinge zu haben, die wir gar nicht filmen, über die wir gar nicht reden, die wirklich nur für uns privat sind. Aber gleichzeitig weiß man halt, dass je privater es wird, umso besser kommt es halt an. Das verstehe ich auch, weil ich natürlich auch bei anderen gerne die besonders privaten Sachen mir angucke. Und ich finde es eigentlich auch gut, wenn vieles enttabuisiert wird und über viele Themen gesprochen wird. Und eigentlich ist ja auch sehr, sehr wichtig, dass sowohl Positives als auch Negatives einfach so normal und so gefächert wie möglich auch online dargestellt wird, einfach damit halt ja, vieles normalisiert wird und halt eben nicht nur so eine Scheinwelt aufgebaut wird. Ich glaube, man kann schon so sagen, je privater, desto im klassischen Sinne erfolgreicher. Also die Leute lieben das und das wissen wir, weil es bei uns genauso ist. Also weil auch wir gerne Vlogs schauen, wo man möglichst viel von der Person erfährt und ein bisschen was von ihrem Leben erfährt. Aber jetzt habt ihr vielleicht auch mitbekommen, dass wir uns Anfang des Jahres gegen das wöchentliche Vloggen erstmal entschieden haben. Und es war sicherlich jetzt keine Entscheidung für den Erfolg sozusagen. Also das haben wir jetzt nicht gemacht, weil wir wussten, boah, damit kommen wir sicher voll weit. Sondern das war halt, um unsere Privatsphäre zu schützen. Es hängt halt schon miteinander zusammen. Also je privater, desto erfolgreicher. Es wirkt halt oft authentischer, je privater es wird, aber es heißt ja auch noch lange nicht, dass es auch wirklich authentischer ist. Ich finde, es ist auch immer eine Gratwanderung zwischen ehrlich sein, aber niemandem auf den Schlips zu treten und auch keinen falschen Eindruck erwecken zu wollen, nicht so wirken wollen, als würde man jammern, aber trotzdem halt auch negative Sachen mal ansprechen zu dürfen und auch über positive Dinge reden zu können, ohne dass es wirkt, als würde man angeben wollen oder als würde man alles irgendwie besser darstellen, als es ist oder so. Sandy fragt, wie weit im Voraus plant ihr eure Videos, wochenweise, monatlich oder gibt es gar einen groben Jahresplan und wie plant ihr euren Content für Instagram? Also Videos planen wir eigentlich immer so am Anfang des Monats, für den Monat sozusagen, manchmal auch für die nächsten 2 Monate, je nachdem, wie viele Ideen wir haben, wie viele Kooperationen wir haben. Also wir planen so ungefähr, wann es online geht, ungefähr, was das Thema ist, aber das schieben wir auch oft noch hin und her. Ja. Das ist meistens jetzt nicht so in Stein gemeißelt sozusagen. Instagram planen wir von Tag zu Tag, außer die Kooperationen. Die planen wir meist so, ja auch da kommt es voll drauf an, aber ich würde sagen immer so 1 bis 2 Wochen vorher. Die E-Mail-Kommunikation und die ganze Absprache kann schon mal auch 1 oder 2 gehen, aber dann wirklich halt shooten, eine Caption schreiben, das Foto bearbeiten und so weiter, das würde ich sagen, ist so bei einer Kooperation 1 Woche vorher ungefähr und bei normalen Postings am gleichen Tag oder am Tag oder für den Tag danach. Übrigens, sorry Leute, wenn ich hier permanent mit meinen Haaren beschäftigt bin. Ich probiere gerade was Neues aus und es gefällt mir alles nicht so gut. Ja, KLBR. Habt ihr das Gefühl, ihr verpasst etwas, weil ihr euer Leben mitfilmt auf Reisen, extra Fotos macht, etc. und dadurch vieles nur durch die Kamera erlebt und den Moment nicht genießen könnt und habt ihr im Gegenzug ein schlechtes Gewissen, wenn ihr zu wenig mit eurer Community teilt oder euch mal nicht über Stories meldet? Frage Nummer 1 würde ich eher sagen, genau das Gegenteil ist der Fall. Ich habe ein extrem schlechtes Gedächtnis und Dinge, die ich nicht gefilmt habe, vergesse ich innerhalb von, weiß ich nicht, Wochen, so gefühlt. Und ich liebe, liebe, liebe das vor allen Dingen an unseren Videos, Vlogs, Fotos, dass ich mir Sachen von vor 4 Jahren angucken kann und irgendwie direkt wieder in diesem Moment bin, weil ich es halt so genau gefilmt habe. Ich meine, wann macht man das schon, wenn man es nicht für so ein YouTube-Video macht? Ich habe das Gefühl, ich habe viel mehr davon, wenn ich es filme und fotografiere, weil
ich da nochmal drauf zurückgreifen kann. Aber ich habe auch gelernt, mir Momente, also ich meine, wenn ich nicht fotografiere und filme, mich bewusst dafür entschieden zu haben, also dann ist es, weil ich halt wirklich quasi den Moment einfach nur so erleben will und dann aber auch mir bewusst bin, dass ich den dann vielleicht irgendwie später nicht besonders ausführlich dokumentiert habe. Ja, aber da muss man halt irgendwie irgendwann eine Balance finden. Also, oder ich würde es zumindest empfehlen, wenn man sowas beruflich macht. Ja. Und ich meine, das macht man ja auch privat. Also ich glaube auch jeder, der jetzt es nicht hinterher irgendwie großartig veröffentlicht, macht ja Fotos und Videos und so weiter und so fort. Ja. Aber zur zweiten Frage, habt ihr im Gegenzug ein schlechtes Gewissen, wenn ihr zu wenig mit eurer Community teilt oder euch mal nicht über Stories meldet? Ja, ich muss sagen, tatsächlich ziemlich oft. Also, ich auch ständig. Und das ist auch, glaube ich, einfach unmöglich in dieser Instagram- online Instagram-YouTube-Blase-Welt zu sein und sich konsequent nie mit anderen zu vergleichen. Also das ist einfach nicht möglich. Das ist aber einfach sehr menschlich. Ich glaube, das hat jeder. Sich manchmal zu denken, boah, ich bin nicht genug oder ich mache nicht genug oder ich gebe nicht genug oder. Das sind, glaube ich, ganz natürliche Gefühle. Das ist natürlich super, wenn man das nicht hat. Ich glaube, da ist man sehr im Reinen mit sich selbst. Aber dass das ab und zu mal aufkommt, ist, glaube ich, sehr, sehr menschlich. Und das ist halt mit einem schlechten Gewissen dann verbunden. Auch da kommt man dann wieder von weg, sozusagen. Und was bei mir zusätzlich noch dazu kommt, ich habe nicht so richtig Lust, mein Leben oder meinen Job einem Algorithmus zu unterwerfen. Es ist mir halt wichtiger, dass ich einen Ausgleich habe, dass ich auch mal Pause machen kann, dass ich auch mal, wenn ich jetzt gerade mich einfach nicht danach fühle, dann halt auch wirklich einfach nichts poste. Weil es kann ja trotzdem sein, dass man gerade super viel arbeitet, aber es ist einem halt gerade nicht danach, das irgendwie online zu teilen oder das zu filmen oder wie auch immer. Und das ist halt auch super wichtig, da auf seine eigenen Grenzen zu hören und so auf seinen eigenen, ja, auf seine eigenen Bedürfnisse zu schauen und halt nicht nur danach zu schauen, entweder was andere machen oder was halt diesem Algorithmus besonders gut gefällt. Aber nichtsdestotrotz haben wir ein schlechtes Gewissen dann, ne? Also das können wir, glaube ich, beide nicht leugnen, dass wir manchmal ein schlechtes Gewissen haben, wenn wir 3-4 Tage nichts gestoryt haben oder. Auch wenn wir eigentlich es besser wissen und auch wenn wir wissen, das bedeutet nicht, dass wir nicht arbeiten. Warte, das war mein Bauch. Das war kein anderer Hund. Golden.floral fragt, habt ihr öfters mal ein Tief, wo ihr euch mega aufrafft, Bilder zu machen und Videos zu machen und habt ihr Tipps dagegen? Das ist gar nicht so als Tief bezeichnen. Also gibt's auch vielleicht, ja, dass wir einfach wirklich nicht in der Stimmung sind. Man ist ja auch nicht immer in der Stimmung, vor der Kamera zu stehen. Man ist ja auch nicht immer in der Stimmung, sich so mit sich selbst zu beschäftigen. Aber was vor allen Dingen mir dazu einfällt, ist, man kann noch so sehr wollen, manchmal ist man halt einfach nicht kreativ in dem Moment und Kreativität lässt sich halt leider nicht ein- und ausschalten. Und wenn man halt jetzt irgendwie gerade einfach keine Idee hat, dann kann man halt noch so motiviert sein, dann kann man noch so viel Zeit da reinstecken und Arbeit da reinstecken, dann ist halt nicht. Es gibt natürlich auch Momente, wo man wirklich mal gar keinen Bock hat. Ein Haupttipp ist dann, es wirklich einfach zu machen, weil mir schon oft aufgefallen ist, wenn man dann einfach macht, es wird schon irgendwie. Und manchmal entsteht daraus dann das Beste, wenn man eigentlich keinen Bock hat und es wird trotzdem irgendwie lustig. Aber wenn es jetzt wirklich gar nicht läuft und man es probiert hat und es funktioniert nicht, dann muss man manchmal auch sagen, okay, wir haben es probiert oder ich habe es probiert, funktioniert halt heute einfach nicht, muss ich morgen oder nächste Woche nochmal machen oder vielleicht auch ganz absagen, klappt einfach nicht. Charlotte Seehagen, was meint ihr, wie sich dieser Beruf weiterentwickelt? Ich glaube persönlich, dass da noch sehr, sehr, sehr viel Potenzial drin steckt. Ich weiß natürlich auch, dass es theoretisch morgen vorbei sein kann, wobei morgen vielleicht nicht, aber übernächstes Jahr oder so, keine Ahnung. Aber ich glaube auch, dass da noch ganz, ganz, ganz viel möglich ist. Ich glaube vor allen Dingen, die Firmen sind gerade erst dabei zu verstehen, was da eigentlich alles dahinter steckt und was man damit alles machen kann und sind wirklich auch bereit, Creator als Creator anzusehen und sie auch als solche zu behandeln sozusagen. Und auch die andere Seite, also Influencer, nehmen immer ernster, es gibt immer mehr, die das Vollzeit machen, die da ihr Herzblut reinstecken, die sich damit was aufbauen möchten und ich glaube, es gibt da noch ganz, ganz, ganz viel Potenzial. Hoffe ich zumindest, vielleicht ist das doch meine Wunschvorstellung. Da werden total viele Berufe geschaffen auf beiden Seiten und ich finde das total spannend und ich glaube, dass da noch ganz, ganz, ganz viel sich tun wird. Ich glaube, die Online-Welt wird jetzt nicht in naher Zukunft aussterben. Also das Internet, dieses Internet wird es, glaube ich, noch eine Weile geben. Vielleicht nicht mehr diese Plattform, also vielleicht nicht mehr YouTube und Instagram. Also vielleicht gibt es irgendwelche neuen Apps, irgendwelche neuen Plattformen, Geräte, was weiß ich, neue Arten, Sachen aufzunehmen oder zu teilen. Aber ich glaube, an sich wird es online immer irgendwas geben, wo Menschen irgendwas machen. Und ich glaube auch, Werbung im weitesten Sinne wird es da immer irgendwo vermutlich geben. Vielleicht andere Modelle oder so. Also ich meine, es gibt ja jetzt auch immer mehr, gerade in der Gaming-Szene und so, die jetzt nicht von Werbung per se leben, sondern zum Beispiel von Patreons und so weiter oder so fort. Oder dass es eher so ein bisschen ist wie zum Beispiel bei Netflix, dass man einen Monatsbeitrag zahlt und dafür halt
dann keine Werbung da geschaltet wird und so weiter. Dass da irgendwas weitergeht, glaube ich schon. Aber ob wir das dann immer noch machen, das ist eine andere Frage. Who knows? Das wird sich zeigen und ob wir da auch noch Bock drauf haben und so und wie das dann zu unserem Lebensstil passt. Ich glaube, da wünschen sich halt viele immer sowas, so eine eindeutige Antwort, aber wir wissen es halt auch selber einfach noch nicht. Ne? Also, aber das ist das, was wir glauben. Eine Frage, die wir ganz interessant und ganz wichtig fanden. Alena Flute fragt, was genau bedeuten die einzelnen Kennzeichnungen eurer Instagram-Beiträge, zum Beispiel Werbung, unbezahlte Werbung, bezahlte Werbung? Das macht wirklich jeder anders. Also ich finde das faszinierend, wie viele unterschiedliche Auffassungen und Möglichkeiten es eigentlich zu so einer Sache gibt. Und es hat sich auch bei uns verändert in den letzten Jahren. Also auch wir haben das, sag ich mal, angepasst. Aber was sich so als roter Faden durch alle unsere Kennzeichnungen zieht, ist, dass uns schon immer ganz, ganz wichtig war, dass man sieht, wo Geld geflossen ist und wo kein Geld geflossen ist. Also wofür wir bezahlt werden, und zwar mit Geld bezahlt werden, nicht mit Produkten, nicht mit irgendwelchen Einladungen, sondern mit Geld. Und wofür wir nicht bezahlt werden. Wir haben halt vorher, sag ich mal, bezahlte Werbung einfach nur in Anführungsstrichen als Werbung gekennzeichnet. Aber mittlerweile wurden sehr, sehr viele Influencer abgemahnt, die Postings nicht als Werbung gekennzeichnet haben, die nicht bezahlt waren, also wo keine Kooperation mit Firmen stattgefunden hat, in keiner Weise, aber wo zum Beispiel Marken erkennbar waren auf dem Bild oder wo Personen verlinkt waren, Freunde verlinkt waren oder vielleicht auch einfach Marken auf dem Bild getaggt waren. Und für solche Fotos wurden viele Leute abgemahnt. Obwohl sie gar nicht dafür bezahlt wurden, also obwohl keine Kooperation war in dem Sinne. Weil das natürlich schon in gewisser Weise irgendwo so ist, dass das Werbung ist, klar, weil dadurch kommen natürlich dann Leute auf die Firma, kaufen es vielleicht nach. Ja. Ist natürlich irgendwo nachvollziehbar, dass das Werbung ist. Das Problem an dieser Sache ist halt so ein bisschen, wenn man dann einfach alles als Werbung kennzeichnet, wo irgendeine Marke erkennbar ist, wo irgendeine Marke verlinkt ist, muss man halt im Grunde quasi jeden Instagram-Post als Werbung kennzeichnen. Und das machen natürlich jetzt ganz, ganz viele. Aber wir finden das halt undurchsichtig, weil dann halt überhaupt nicht mehr erkennbar ist, also noch viel schlimmer als vorher, nicht erkennbar ist, wo jetzt wirklich eine Kooperation stattfindet und wo nicht. Ich meine, wenn man für alles Werbung klatscht, das ist ja relativ logisch, dann kann man eigentlich auch nirgends Werbung hinklatschen, weil ich meine, letztendlich kann der Zuschauer genauso wenig erkennen, was bezahlt ist und was nicht bezahlt ist. Aber wir persönlich finden das einfach unfair. Wir finden, dass es halt klar gekennzeichnet werden muss, was bezahlt ist und was nicht bezahlt ist und nehmen deshalb in Kauf, dass es eventuell zu unserem Nachteil ist. Also wenn wir bezahlte Werbung davor schreiben, dann ist es eine bezahlte Kooperation mit einer Firma, die genauso abgelaufen ist, wie wir das in unserem letzten Video erklärt haben. Also schaut da gerne vorbei. Wenn wir unbezahlte Werbung davor schreiben, dann ist es keinerlei Kooperation, da hat nichts stattgefunden. Das ist einfach ein ganz normales Foto von uns. Aber wir müssen Werbung davor schreiben, weil wir zum Beispiel uns gegenseitig verlinken, weil wir einen Ort verlinkt haben, weil man irgendwo irgendwas erkennen kann, irgendeine Marke, weil wir was verlinkt haben auf dem Foto, was wir machen, um die Frage nicht 800 Mal beantworten zu müssen, wo eine Hose her ist oder so. Oder weil wir die Fotografen verlinken oder so. Also, oder weil man den Ort erkennen kann, das reicht halt auch schon. Das alles muss man als Werbung kennzeichnen und deswegen schreiben wir da unbezahlte Werbung hin, aber da hat keinerlei Kooperation stattgefunden oder irgendwas. Und manchmal schreiben wir Werbung irgendwo hin, wenn keine Kooperation in dem Sinne stattgefunden hat, dass wir dafür bezahlt werden. Aber wenn es zum Beispiel sein kann, dass man damit Geld bekommt, zum Beispiel bei einem Affiliate-Link. Also wenn wir jetzt irgendwo einen Link reinpacken, dann werden wir natürlich nicht von irgendeiner Firma dafür bezahlt, den Link da reinzupacken. Aber es kann halt sein, wenn Leute darüber was kaufen, dass wir dann eine Provision bekommen. Natürlich nur, wenn sie was kaufen und wenn die Leute es behalten. Und deswegen kann man das halt weder so richtig als bezahlte Kooperation kennzeichnen, noch als unbezahlte. Oder halt zum Beispiel auch, wenn man jetzt Sachen zugeschickt bekommt oder zur Verfügung gestellt bekommt, die einen sehr hohen Wert haben, dann finden viele, das ist nicht in dem Sinne eine unbezahlte Werbung, weil man hat ja das Produkt bezahlt bekommen. Ja. Aber wir wollen ja trotzdem, dass man erkennt, das ist halt keine bezahlte Kooperation, wo wir Geld für bekommen. Wir würden uns sehr, sehr wünschen, dass da endlich einfach absolut mal eine eindeutige Regelung kommt, weil ich glaube, auch dann würde das allen helfen, dass es ein bisschen weniger verpönt wäre. Total. Wenn es einfach eindeutige Regelungen gäbe. Ja. So, jetzt müssen wir dieses Video echt dringend mal beenden. Leute, die muss raus und wir haben beide Hunger. Wir müssen dringend was essen und dann noch ein weiteres Video drehen. Heute ist Drehtag. Wir hoffen, es hat euch einen Einblick gegeben. Wir hoffen, es war vielleicht interessant für den einen oder anderen. Schaut gerne bei Teil 1 vorbei. Vielleicht gibt es irgendwann Teil 3. In dem Sinne, ciao, ciao. Kakao. Ja, also wir können halt nichts erkennen im Display. Und auch wenn wir in den Spiegel gucken, deswegen nämlich sehen wir so aus. Ja, gut, so viel dazu. Und, komm, das ist richtig sexy heute alles. Ja. Wie ihr vermutlich, ihr habt einfach...
Aber darauf. Warum? Warte mal, ich muss mal die Leuchtigkeit runterstellen. Ja, aber so noch was mein Gesicht hat eben so geleuchtet. Damit ich was erkennen würde, aber es sah so aus. Alles, was mit Steuern zu tun hängt, also. Was mit Steuern zu tun hängt? Fragen dazu. Ja. Ich muss leider mal ultra dringend auf die Toilette. Ich glaube, das ist mir noch nie passiert beim Gehen. Ja, tatsächlich noch nie. Aber ich muss mich auch umsetzen, das heißt, es ist okay. Gut. Komm, Bibi. Ich schläf doch süß hier. Oh. So ist es super. Lena kommt gleich wieder. Und du kannst du weiter schlafen. So, ja, bitte schlafen kannst du. Was bist du eigentlich für ein Hund? Müsstest du jetzt nicht irgendwie mich bewachen? Eine Frage, die auch sehr viele Leute interessiert. Fiona.familia. Ich stelle mir euer Einkommen... Ja. Das im Hinterkopf zu behalten, ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig für die eigene Gesundheit. Sorry, meine Kontakte sind gerade. Auf bestimmte Sachen oder auf ein bestimmtes Projekt oder wo man auf ein bestimmtes Video keine Lust hat oder so. Und letztendlich ist es bleibt ein kreativer Beruf, für mich zumindest. Und das ist so lustig gerade. Kommst du mal klar?